Bleib du rechts. Jo. Der letzte Schikane, da habe ich eine halbe Sekunde verloren. Ja, die hat mich auch gerade 2 Zehntel nochmal gekostet. Digga. Hat sich verbessert? Nee, ja, nee. Ja, schade. Ich bin immer noch vor Jörn, aber. Ah, Jörn hat sich aber leicht verbessert. Ich wäre mit der. Wenn ich die. Durch letzte Schikane gebracht hätte, die Zeit, wäre ich. Keine Ahnung. Fünfter gewesen oder so? Ah, steig. Oh ja. Ja, ich bin der Erste auf dem Grid. Danke, dass du es mir sagst. Jojo, gerne. Und ich mal nach langer Zeit mal wieder Sprit sparen. Ist auch mal wieder the first. Mussten wir dieses Jahr noch nicht. You break your loose. Ja, aber echt. Ich bremse jetzt nicht. Okay, das. This is the formation lap, Steini. Please check the car, please check the car. Kennst du den Film The Steining? Nein. Okay. Everything seems fine. Okay, copy. Wo kommt das denn jetzt her? Ich hab die Hände über das Mikro gelegt. Ah, sehr gut. Komm, sag doch mal Mode 5, Mode 5. Sag doch mal die Straße an als Bahnfahrer, komm. Was haben wir schon eine Straße? Nächster Halb, Berliner Platz. Ehrlich, weil ich muss beide Hände vom Lenkrad nehmen dafür. Ach, direkt zu mir die Knie, ist alles gut. Oh, Steini, Airtime. Airtime. Das wird das erste und letzte Mal sein in diesem Rennen. Ich hab aber auch ganz leichte Lags. Außer wenn ich Arsch schreibe, dann geh ich nochmal kurz drauf. Ja, du sollst doch nicht Arsch schreiben. Arsch. S. Ja, ich hab wieder einen kurzen Lag gehabt. Ja, so Mikrolex ein bisschen, ne? Stream, ja, ne? genau. Also Steini, ich sehe da nichts von, dass du Lex hast. Nee, das ist grad auch wieder. Das ist auch, glaube ich, Körperlag. Nee, ich glaube, das ist die Hardware und Software, die ein bisschen. Meine Frames gehen auch gerade auf 54 teilweise runter. Ja, das ist halt der Klassiker für eine DLC-Strecke. Ja, aber das hatten wir letztes Jahr auch schon. Auf Startziel hatten Sören und ich immer Probleme gehabt mit den. In Le Mans habe ich das auch. Le Comp hatte ich. Le Mans ist auch viele Trilliarden Polygone nach die Strecke, bitte. Überleg mal, wenn R-Faktor 2 auf Dings umschalten würde, auf. Wie heißt das nochmal? Von. Wie heißt das System nochmal? Von der Unreal Engine, der neuen. Wenn das nicht mehr in Polygon oder nicht mehr in LODs gemacht, sondern anders. Hä? Die haben so ein anderes LOD-System dann. Ja, ist nicht mehr LOD, nicht mehr in diesem Sinne, sondern. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich komme jetzt aber gar nicht auf den Namen. Das ist halt. Das müsste man mal halt integrieren irgendwie. Ja, ist schwierig so ohne Angelände. Hast du denn diesen Ding-Look nicht mehr? Da hast du nicht mehr diesen R-Faktor 2-Look, meinst du? R-Faktor 1-Look? Ja. Naja, R-Faktor 2 sieht schon ein bisschen anders aus. Ich muss aber sagen, ich habe letztens wieder RF1-Videos gesehen, habe schon wieder eigentlich Bock, RF1 zu spielen. Ja, gell. So, jetzt würde mal meine Schnauzen halten. Ich gute mich auch. Viel Erfolg, Basti. Ja, same. Viel Erfolg, wie lange willst du dich jetzt muten, Steini? Bitte überleben. Ja, schauen wir mal. Bitte überleben. Na, good luck. Ja. No aerobics into...
Safety Car oder was? Safety Car? Ja. Seit wann? Seit 30 Sekunden. Jetzt gerade. Ach gut, also ich hab nicht Wiggins vorher schon überholt, oder? Oder danach? Ich hab den nämlich im Lecom gekriegt. Das war auf jeden Fall nach Lecom. Nach Lecom? War nach Lecom. Ich wollte schon sagen, als ich gerade an Gillette vorbeifahren und der fährt auf einmal langsam, ich denke, ey. Ich hab ja hier gemischt. Ich war einfach im Mixture 1 gerade die ganze Zeit. Alter, hab ich jetzt gerade erschrocken einfach. Wär ich jetzt auch. Aber deswegen hast du nicht so viele Plätze verloren, Steini. Ich bin jetzt aus dem Start verloren. Ja, aber ich habe die Ampel nicht gesehen. Ich musste mich aufs Hören verlassen. Und durch die neuen Sounds hab ich's nicht mehr gehört. Ja, ist schwierig, ne? Da muss ich nochmal feintunen irgendwas. Das ist halt schon am Start oder so wenig. Der Sound ist natürlich gut vom Auto, ganz klar, aber ja. Die Abmischung ist halt scheiße mit dem neuen System, ne? Naja. Du kannst da halt keine Lautstärken einzeln anpassen. Wissen wir denn, was passiert ist? Raschke hat wahrscheinlich Radeon weggeschmissen. Wer? Raschke. Radeon oder Lecom, ich sehe es nicht genau. Aber ich glaube, es ist Radeon, wenn ich hier die Streckenkarte sehe. Es ist Radeon, actually. Also einen Horizon habe ich jetzt schon mal. Ja, oben wahrscheinlich. Er wird sich nicht Rouge weggehauen haben. Und Fabi auf Medium, ne? Viel auf Medium. Überraschend. Vorsicht, also, vielleicht Autoverstrecke. Yes. Da links, rechts. Da wo, ja. Da wäre ich gerade am Start, musst du dir mal. Du bist gar nicht auf dem Server, ne? Oder? Hacker guckt über mich. Achso. Nee, Airtime. Ja, da hätte ich gerade auch fast verloren auf in der ersten Runde. Ja, ich guck mal in den Stream, das ist bestimmt so. Da kam ich mal ganz kurz quer oben auf Radio oben. Die Frames haben nicht geholfen. Oh, da ist irgendeiner im Gras, okay. Raschke kann retire. Da hat sich einer komplett verschätzt auf Camel. Ins Gras gefahren. Ja, war das wieder ein Spark? Was war das? War das wieder ein Spark? Wie ein Donington? Ah, in der Safety Car Phase, wie er sich da abgelegt hat und meinte, er müsste dann wieder seine Position zurückholen. Raschke hat direkt am Anfang weggehauen. Ich glaube sogar ohne Fremdeinwirkung. Der Glückliche. Hallo? Mein Freund. Nein, Spar macht doch Spaß. SPA. Was hat er hat's schön alleine weggehauen. Weg verloren. Was hat das gerade nochmal gebracht im Stream, im Rennen, für den Zuspruch? Komm jetzt nicht so, oder hat er gesagt, komm jetzt nicht mit der Masche, oder? Ihr habt die Strategie verkackt, jetzt geh mir nicht auf den Sack, ey. Nee, irgendwann, der hat gesagt, komm jetzt nicht so, oder irgendwie sowas hat er gesagt in Englisch. Ja. Also ich kann mich nur an Norris erinnern, der gesagt hat, sag besser jetzt nichts. Don't give me that, hat er gesagt, glaube ich. Raschke konnte doch schon abstellen, oder? Ja. Nächste Runde dürfte weitergehen. Ja, hat 3 Runden. 3 Runden. Damit ist auf jeden Fall schon mal wieder der Sprit drin. Ja, auf jeden Fall. Wie viel hast du denn gerade? 169,3. Ja. Und 163, hast du denn jetzt ausgezahlt, dass du noch mit Modus 1 gefahren bist? Ja, ne? Ich war die ganze Zeit schon im Modus. Achso, ja, du, ja. Ja, ich bin. Er hatte Mensch auch auf. Das war geplant, Mann. Er hat das Safety Car direkt antizipiert. Ich hab's antizipiert, ja. Aber das Problem ist, Marc ist halt vorbei. Ich hab das Safety Vor allem, ich hab gecallt, dass es vielleicht Safety Car gibt, deinen, ja? Ich hab auch gesagt, es gibt mindestens einmal Safety Car heute. Nein, ich hab gecallt, nachdem gelb war. Achso, ja, weil du halt weil ich dann gesehen hast, die mit den Autos die Strecke noch nie gefahren haben. ich sag da nur dieser Kuriala oder wie der heißt. Mit dem Spark. Der war so am Struggeln im Testen. Das ist unglaublich, Alter, wie der teilweise quergekommen ist. Aber der ist auch der Steini, der Restart wird streng für dich. Du hast Schubert hinter dir. Ja, Dorsch dahinter. Und Schlüter. Alter, du hast eine Gruppe bei dir. Du hast ist eine Box Karuala vor dir mit Schlüter und hinter dir Schubert und Dorsch. Dorsch ohne Heckflügel wieder? Oder generell ohne Flügel? Dorsch fährt mit Flügel, so wie als wenn er keine hätte. Nein, also es heißt doch immer vom Setup her, hat er nie Flügel drauf. Hat er auch nicht. Warum auch? Man kann ja abfliegen. Ja, wieso? Da kommt man doch an mir vorbei. Was soll das denn? Ja. Der macht so Tobi Dorsch mit seinem Hamburg-Trikot. Vorsicht, wir sind auf Aufnahme, Hacker.
Wie in, wo war das? In Mexiko letztes Jahr. Wenn wieder meine T-Cam auf der Strecke rumliegt. Ja, ich hab doch nur gesagt, dass Tobi. Mit dem Fangzeug geflogen ist. Ich hab nur gesagt, dass Tobi abfliegt. Also Tobi hat mehr Rennen, nicht eigenverschuldende Abflüge verloren, als gewonnen. Airtime. Oh. Gillette, leckt rum. Airtime? Der hat immer, ja, wir fahren immer weit raus, damit wir auf dem Bild sind. Naja, ich hab Angst vor dem, deswegen fahre ich hier. Der ist aber immer am Lenken, Der wäre gerade schon in mein Auto reingerutscht. Oh, da waren schon Bremsspuren. Ja, rechts, ne? Ja, das ist der Fehler gewesen, wo man da rechts rausgefahren ist. Wer auch immer das war. Wie geht das? Hat man im Stream gesehen. War wahrscheinlich gepennt? Ja, hat man auch wahrscheinlich. Und dann fast draufgefahren. Ja, null. Das kann uns ja nicht passieren, Steini, ne? Ne, wir sind immer, immer schön fokussiert. Bevor Fokus. Eingegaggert. Jonas mit 2 O. Jonas! Wird jetzt eigentlich mal freigegeben? Er muss jetzt diesen Sektor freigeben. Keule, es ist so warm hier. Dann müsste mal eine Ansage geben. Ja. Muss aufs Klo. Also Sektormarkierung ist Fanje, ne, glaube ich. Mitte in Fanje. Mitte was? Fanje ist Junge. Der Rechtsbogen. Doppelrechts. Ach so, das Ding hat einen Namen? Nee, klar, Fanje. Ja, dann mach für mich die Kurve vor Groschimo. Ah, danke. Oder die Kurve nach Piffpaff. The corner before. Puff, puff. Ey, kommt da jetzt mal ein Corner? Ja, ich fahr noch eine Runde, wa? Ich soll's nicht stören. Ja, ist immer ein bisschen Sprit gespart. Ich meine, wir haben's ja Alex vorher gesagt, er soll's bitte rechtzeitig callen und nicht erst im letzten Sektor wieder. Oder sag's gleich Ende Blanchimo. Ja, in der Schikane. Ende Bastard. Also schön die Hälfte fällt direkt weg. Ich hab grad den Kupplungstrick wieder für mich entdeckt. Ja. Die ganze Zeit schon dabei. Das ist ganz eingerostet, ich hab das gar nicht durchgetreten gekriegt. Ja, ich hab's dann am Lenkrad. Achso, ja. Ich hab den Hebel. Zieh den Hebel! Och, wie heißt er denn, der Hebel nicht zieht? Oh. Der mit den Ohren. Der mit den Ohren, ja. Der mit den Ohren. Ja, Steini, wann spielt denn der mit den Ohren wieder ein bisschen CS? Das ist eine gute Frage. So, übermorgen wäre ich da. Ja, übermorgen muss ich gucken. Ich muss nächste Woche nämlich meine Folien für meinen Abschlussvortrag irgendwann mal machen. Ich wollte eigentlich heute Abend machen, aber dann war ich hier. Also wir können auch heute Abend noch, aber dann bin ich wie gesagt nochmal kurz weg. Kurz weg? Dazwischen? Ja, ich muss halt gucken, weil... Das ist Smalltalk gerade, ja. Ja, es ist Safety Car, Mann. Ja, wir sind halt nicht gefordert. Trotzdem ist Safety Car höchste Konzentration. Ich bin höchste, Lassurs jetzt mal. Höchste Konzentration. Lass mal Lassurs einfach mal. The slap green flag danke. This time by. Lassurs einfach mal ausgekuppelt gefahren. Ja. Wäre viel cooler, wenn er einfach sagen würde, wing, wing, wing. Was ist stärker, mein Schwung oder die Stärke von Rouge? Zweiteres. Stärker. Weiß ich nicht. Also Stefan. Okay, Steini. Guck, da du defensiv fährst, gleich in der ersten Kurve. I wanna be offensive. Defensive, denk da. Offensiv. Wo bist du überhaupt? Weil ich habe so das Gefühl, 13. dass Stefan sich verbremsen wird. Ist nur so ein Feeling. Meinst du wegen das Braking-Zone? Nein, er liest die ganze Zeit. Ganz einfach, er macht das, was er liest. Und er liest die ganze Zeit, you break, you lose. Das wird mir Sorgen machen. Ich möchte aber nicht verlieren. Du siehst gleich nur so. Einfach so zwei Autos im Hintergrund explodieren einfach, weil das eine in das andere reinfährt. Schön, dass hier so ein bisschen bergab geht. Das ist quasi wie ein Unfall auf der Autobahn. Geht jetzt bergab, ist das schon mal, ne? Ja, denn in Achterbahn. Wohnzimmer meinst du? Das Wohnzimmer von Michael. Michael. Guckacke da mal also hier. Da ist ein Klohäuschen. Ja, da oben war ich pinkeln. Das ist sogar da, das ist ja schön. Großgeschrieben, das Klohäuschen.
das einzig groß. Wahre Machschein. Die Bremse nicht vergessen. Ja, dachte, gut, das mein Motorsport ist nur noch Kronbacher. Und den Mixer bitte hochstellen. Mode 6, Mode 6. Wer führt denn? Wer? Das führt Sven Schubert. Ah, der macht Matthew wieder. Williams, ja, ich kenne ihn. Loic. Der zieht bis zum Ende durch. Der zieht bis zum Ende durch. Nee, nee. Glaubst du nicht? Nee. Aber man darf eh erst am Startziel überholen, ne? Ja, ja. Also, Alko hat es letztes Jahr ähnlich gemacht. Hier schon Gas gegeben. Und das hat gut funktioniert für ihn. Ich kill gerade meine Bremsen hier, Alter. Reifen und Bremsen waren genug? Ja, ja, 1000 Grad müsste reichen. Also, Bremsen, nicht Reifen. Grün, Gas. Daniel Dorsch ist der nächste Interviewer, also Achtung. Komm, Gillette, greif an. Ich hab keine Zeit.
Ich hab dauerhaft Lecks. Naja, ich auch. Gillette weg. Oh, wieder da. What the fuck, Alter. Seid ihr noch da? Ja, ja, ich saug mich gerade an diesen Karola ran. Jo, jo, jo. Ich hab 79. Okay. Alle Probleme ausmerzt, das los. Ja, ich hab den Karola. Die Uhr ist 3 Sekunden weg. Sehr gut. Freue mich, Fabio und ich sind wieder hier betteln.
Hacker? Ich mute mich mal eben wieder. Genauso. Hinten kommt auch schon Mark wieder. Mark ist auf Fahrt. Der fährt wahrscheinlich durch, könnte sein. Ist er ganz mute? Ich bin hier. Machst du ein Stop oder zwei Stop? Boah, das kann ich jetzt noch nicht sagen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja gleich schon bei Rennhälfte, ne? Boah, das sind noch 5 Runden. Ich mach 2 Stop, ich fahr jetzt rein. Willst du nicht auf hart gehen für 1 Stop? Boah, da hast du aber deinen Mitfahrer jetzt geplayt.
Aber bitte nicht mit in der Kurve, wenn es geht. Ich sehe deine Kurve. Ja. Sorry. Ne, ich denke, ich gehe einen Stop. Ich fahre jetzt noch 2-3 Runden, wenn es geht. Ich verliere jetzt nämlich eine Sekunde pro Runde. Ich werde gucken, was Fabi macht. Mit diesen Lex ist das scheiße. War schon jemand in der Box? Ich hab noch keinen gesehen. Mhm. Außer Mark? Wie lange kannst du auf Sof noch fahren? Wie meinst du jetzt? Deine. Boah, mit Glück vielleicht noch 3 Runden. Wir haben ein A. Geht für 57 von links. Vielleicht noch einer. Könnte. Oh, Safety Card glaube ich nicht. Der kann stehen, oder? In die Rebar steht einer außen. Ich bin natürlich vorbei, weil der sich abgelegt hat. Ich glaub nicht, dass das ein Safety Car ist. Nee, glaub ich auch nicht. Retire. Ja. Dafür stand er zu weit weg. Wieder gelb, Blanchiment, jetzt nicht mehr. Wenn Fabi jetzt reingeht, hat er mich auf jeden Fall undercut. Gillett can retire. Hey! Carola, Jonas ist drin. Was nehmen die? Ich gehe jetzt Ende der Runde rein. Ich geh jetzt rein, geh auf Medium, fahr durch. Dito. Ich muss auf jeden Fall vor Fabi reingehen. Weil der wird Soft haben am Ende und dann sowieso bessere Chancen als ich. Freie Bahn hier vorne, mal schnell runterfahren zum frischen Reifen.
Acker, kannst du sehen? Kannst du Fabi irgendwie sehen? Nee, ne? Ich kann Zeiten sehen. Kannst du sehen, wann er in der Box ist? Mehr oder weniger. Ich sehe halt, wenn er reinfährt. Okay, wenn du ganz gut in dem Chat hast. Die Dorsch wieder fahrt. Oh nee, Wiegels, was ist euer Ernst jetzt? Lässt sie echt zurückfallen, damit er mich aufhalten kann? Das sieht zumindest so aus. Oder er war halt noch nicht in der Box und ist ultra langsam, aber trotzdem. Du holst auf jeden Fall ordentlich auf. Ich weiß, ich seh's ja, der ist direkt vor mir. Ich bin jetzt gerade 18 schneller, schon 19 schneller als meine letzte Runde. Fangen wir jetzt am Anfang die Reifen ein bisschen kaputt, aber vielleicht nicht von. So, Meschede und Williams Box. Geht weiter, fährt weiter, krass. Alter, ja, mit einem kurzen Softzinn am Ende. Okay, Nickel zieht ein. Ich find's halt krass. Ich war mit Wiegels am Start zusammen und ich habe den jetzt in einem Stop schon aufgeholt. Ich bin einen Stop vor ihm. Boah, krass, was hat der denn gemacht, ey? Christian Danner sagt dazu, der Point of No Return. Ja. Wir holen jetzt Dexter. In der Box. Wer ist in der Box? Vorne hier. Geoffrey. Weiter. Bis jetzt. Ja. Schlüter und weiter sind die einzigen, die noch nicht drin waren. Ja, weiter zieht wieder. Schlüter wird auch nicht mehr reinkommen. Durchfahren erlaubt? Ohne Stopp? Nee, nee. Nicht erlaubt. Aber der war in der Box. Direkt nach dem Safety Car war er drin. Wer? Schlüter. Hier steht der war nicht in der Box. Er ist vor mir reingefahren. Thank you.
kannst du auch Rundenzeiten sehen, zufällig. Ich kann dir die letzte Runde jeweils sagen. Von Fabi die letzte Runde, wäre nicht schlecht. 1:46.8. Okay. Box, Fabian Box. Jo. Zoff. 44.8 fahre ich. So, wenn da jetzt noch einer zwischenkommt zwischen dich und Fabian. Ja, von dir. Ja, perfekt. Da muss er nämlich erstmal mit seinen soften Reifen dran vorbeikommen. Ja, aber ich muss meine Medium jetzt schon, bis es geht nicht mehr. Dort hat mir Scheiße gebaut. Oh, dieser Carola hat sich weggehauen. Kurz vor dem Sektor. Könnte Safety Car geben. Das wäre natürlich jetzt ungünstig, jetzt fuck, ich bin gerade an der Box vorbei. Komm, jetzt! Ruf's jetzt aus! Glaub ich nicht. Da gibt kein Safety Car. Kaurala kein Retire. Jetzt habe ich wieder ein langweiliges Rennen. Aber ich wollte gerade sagen, unser letzter Mitfahrer. Dort ist ein bisschen schneller als du. Jetzt ja, ich. Fuck, Fabi ist vorbei an Tournier. 5,7 Sekunden zu dir. Ich sehe es, das ist schlecht. 13 Runden noch. Wäre doch gerade Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren. Beides lila. Ich befürchte es. Nächste Rennrunde von Fabian. Wir reden hier von der 1:43.0. 42.0? 43.0, ja. So lenken würde, könnte ich auch schneller fahren, aber. Ja. 5,2 nach hinten steigen. Jetzt wird das hier echt langweilig für die letzten 11 Runden.
Lag und dann damit einen richtigen Griff gehabt. Fabi holt locker ein halbes Kalibron auf. Scheiße. Daraus.
Safety Car, oh Gott sei Dank. Ich rein. Ich darf durchbrechen, oder? Box, Box, Box. Du darfst bis zur Stadt 4 Vollgas fahren. Boah, ich könnte auch davon hier zurückfallen. Das wird schwierig. Fabi geht auch rein. Oh, das war zu schnell. Das war eine. Das gibt eine Strafe. Nein. Ja, ja. Das gibt eine Strafe. Das ist ärgerlich. Das gibt definitiv eine Strafe. Drive-Thru. Die darfst du natürlich nicht während der Safety-Car-Phase absetzen, ne? Boah. Kann ich, Ah, nee. Geht ja nicht. Ha! Ja, ich wollte eigentlich jetzt die Rennleitung anschreiben, aber das bringt ja nichts. Außer Hacker macht's. Nee, das macht keinen Sinn, weil Dexter can retire the car. Ich habe jetzt erst gedacht, ich könnte jetzt eigentlich durchfahren so und einfach die Strafe nicht beachten und dann halt die Zeit mir aufrechnen lassen, aber ich darf pushen bis zum Feld, ne? Ja. Ich sehe jetzt gerade im Arsch. Ja, ich seh's auf der Karte. Ja, das war's. Karte. Scheiße, Mann. So, das ist jetzt ein so gutes Rennen. Wie viele Liter hast du eigentlich noch drin? 55. Aber ich sehe auch keine. Ach, wenn das hier. Ach, doch, ich kann ja. Hä? Ich kann die Hände durchfahren, theoretisch. Kannst du sie abwählen? Nee, das nicht, aber ich kann es halt bis zum Ende durchfahren, das Rennen. Und dann mir halt die Strafe. Aber dann wäre ich disqualifiziert wahrscheinlich vom Spiel. Und dann weiß ich halt nicht, wie da jetzt die Regelung ist. Mann, Alter, das wäre jetzt so gut gewesen. Ah, Jan Wiegels, mein Freund. Hacker, könntest du mal die Rennleitung kurz fragen, ob die kurz Zeit hat? Alles. Ja. Was willst du wissen? Hä? Was willst du wissen? Ob du mal kurz die Rennleitung anholen könntest. Ich will jetzt kein URL schreiben. Mir läuft die Suppe. Mir auch. Tabak geschrieben. Hallo. Du, ich habe eine Drive-Thru gekriegt, ja. Wie ist das jetzt? Ich habe ja theoretisch 50 Runden Zeit. Wenn ich die jetzt durchfahre, werde ich disqualifiziert vom Spiel? Ja. Krass. Und das ist die Zeit von der Drive-Thru? Weißt du das ungefähr? 20 oder was ist da die Regelung? Ja, ungefähr. Das ist scheiße. Ja, also, das ist schlecht. Das ist natürlich die Frage, wenn ich den Schumacher mache in der letzten Runde reinfahre, die Strafe ist erst abgesessen. Die wird erst abgesessen sein, wenn du die Box durchquert hast. Ja, wenn ich die hintere Linie überfahren habe, ne? Ach man, ist das ärgerlich, ey. Das ist jetzt die zweite Runde am Safety Car, ne? Das ist, glaube ich, jetzt die... Ja, genau. Okay, also ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, die zweite volle Blitz fängt jetzt an. Okay, Rennleiter. Ja, aber sich nicht über mich beschweren, ne? Komm, Alex, bleib noch ein bisschen hier, ist okay. Kannst du die Strafe bei mir einfach wegnehmen oder so? Geht das nicht irgendwie? Ich eine Teilstrafe. Außer uns wird es keiner erfahren. Ja, also hier im Chat bleiben und im Stream. Nein, alles gut. Mann, das ärgert mich jetzt, ey.
so eine Kacke, ey. Ja, du kannst wieder gehen, wenn du möchtest. Okay. Fuck. Kannst du bleiben. Airtime. Ob Fabi das Kaninchen schon kennt? Weiß ich nicht. Probier's mal aus. Nee. Wäre aber witzig. Wäre schon witzig, ja. Spielt das nur Achter. Wann wäre denn One Lap to Go? 31, glaube ich, ne? Oder 32? Wie zählt der Faktor 2 denn? Die zählen doch 32,9 und dann 33 und dann ist das dann noch zu Ende, ne? Genau. So also müsste ich, ja, müsste ich ja Runde 31,9 müsste ich ja dann reinfahren. Ja. Sonst habe ich ein Problem. Also spätestens reinfahren. Ich werde halt probieren wegzufahren, weil ich habe ja frische Reifen. Ja, und dann. Also wie alle anderen auch. Und dann gucken, wo ich halt reinkomme, ne? Wahrscheinlich. Machen irgendjemand nicht in der Box? Wie viele sind wir überhaupt noch? Sind wir mehr als 12? Wir sind mehr als 12. Scheiße! Ja, nee! Wir sind genau 13. Ja, ja, aber. Schubert sollte ich kriegen und Dorsch sollte ich kriegen. Also werde ich schon mal auf jeden Fall. Ah, Dorsch ist nicht so langsam. Dorsch ist nicht so langsam. Muss ich wirklich sagen. Steinauer werde ich auch noch kriegen. Nee, ich will auf jeden Fall. Ich will meinen Punktestreak beibehalten, wenn dann. Wie lange fährst du durch die Box durch? Boah, das sind 12 Sekunden. Das ist nicht lang in Spa tatsächlich. Du musst ja nicht die lange Box machen. Du kürzt halt die erste Kurve ab, aber du hast halt die letzte Kurve so übelst lang komisch gezogen. Ja, ich werde erstmal fahren. Ich glaube, du musst es spontan machen. In dem Moment, in dem sie dich verzetteln wollen in den Kampf, musst du rein. Nee, ich muss halt so schnell vorne wegfahren, dass ich nach hinten raus Vorsprung erarbeite zu den Leuten, die da hinten rumfahren. Genau, aber die hinten, also wir hinten, wir werden definitiv kämpfen. Das gehe ich mal davon aus. Ja, klar. Ich weiß nicht, was Schlüter und Dorsch vorhaben, aber das wird auf jeden Fall so ein Gekrabbel geben. Gekrabbel. Und ein Kappel. Also. Und du musst schauen, ob sie dich in den Zweikampf verwickeln wollen oder ob du recht gut durchkommst. Ja, wenn du gut durchkommst, dann fahr. Ja, wenn ich da hinten in den Zweikampf verwickelt werde, ist eh vorbei. Wenn du in den Zweikampf verwickelt wirst, musst du eigentlich sofort reinkommen. Ja, ich denke mal, Fabi wird sich wehren wollen oder wird mich angreifen wollen. Williams weiß ich nicht. Dann lass ihn zur Not ziehen. Weil er kommt sowieso vorbei. Das gönne ich ihm nicht. Aber ganz ehrlich, da fahre ich lieber defensiv bis zum Ende und dann gehe ich rein so einfach. Und Fabi wird sich richtig abfacken einfach. Aber das ist jetzt das Ego. Also wenn du taktisch jetzt denkst, musst du ihn ziehen lassen. Ich muss halt einfach gucken, dass ich so viele Runden wie möglich ohne Zwischenfall, ohne Durchfall. ohne Zwischenfall. Das wäre auch gut. Ja. Ohne Tier. Ohne Tier. Sprühschiss einfach. Ich weiß, wie das ist. Ich bin schon mal mit Tier gefahren. Imola 2022, glaube ich, war das. Ja, da war doch was, ne? Das war mein schlimmstes Rennen ever. Safety car in this flap. In this lap. Last time by. In this flap. Ist flap oder flat gesagt? Ich hab flap. Safety Car in dieser Wohnung. Boah, ich habe auch viel zu viel Sprit drauf, Mensch, dabei. Ja. 53 Liter. Ich habe auch noch 55. Wie war das? Nee, ich mach mal lieber noch 5 Liter mehr drauf, man weiß ja nie. Genau. Oh, Mann, ey. Das ist ja jetzt so ein schöner Sprung bis zum Rennende geworden. Meschede, oder? Warte mal, ich fahr da mal eben hin. Ich will nicht so weit weg. Ja, Meschede, das ist Meschede. Da kommt Svenno, dann ich glaube Leo und dann Williams. Will I am. Lever? Was? Lever? Nee. Du bist doch Bär. So. Oh. Verdummt. Leute, man schmeißt in die Augen rein, Alter. Hacker, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen wegen des 24-Stunden-Rennens. Hallo, es gibt gerade auch noch wichtige Dinge, als du Britney Spears. Hacker ist wieder weg. Ja. Toller Rettig. Ja. Oh, Hacker, voll wichtig. Ich muss gerade eine Entscheidung machen hier. Hilf mir mal. Stille. Hacker, einfach so. Und dann so, wenn du mitten in der Rouge im Zweikampf bist. Ja, übrigens, der vor dir. Der hat übrigens keine Reifen drauf.
Ah, da steht übrigens einer in Orange. Ach, das bist ja du, ja, sorry. Finger die Bremsen. Ja, gut, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, gut. Ich war noch besser, als gerade das rauszuschießen. Diese Runde 31,9 habe ich ja Zeit. Mal gucken, wie es Mischa da macht. Ich sag dir, wenn Mischa den Vollgas gibt. Wir haben jetzt hier Monika. Wie Stefan, Alter, in Ungarn wieder einfach mal einen Sektor vercheckt hat. Gas. YouTube ich direkt wieder.
wir jetzt schon rein. Irgendwo gelb. Ah, oh, Dorsch ist weg. Dorsch steht, ja. Komm schon, Baby, komm schon, komm schon, komm schon. Easy, easy. Also Beagles ist übrigens der größte der hier rumläuft. Das könnte Safety Car geben, der steht im Blushing Mall. Ach, als ob die jetzt noch Safety Car geben. Boah! Das war nicht zu Ende. Da macht keinen Scheiß. Dorsch can retire the car. Obwohl er hat genau im Ausgang nicht. Also wenn das jetzt normal Rennen noch gewesen wäre, hätte Safety Car gegeben, glaube ich. Alter, das ist genauso wie Gillette abgeflogen. Steini, bleibt mal dran, macht Fotofinish. Gut, wir können Gas rausnehmen, ne? Nee, also noch will ich aber noch nicht. Wer weiß, was bei Beagles noch passiert. Den Fehler habe ich in Bahrain gemacht und habe dann Fabian Ende nicht mehr gekriegt. Ah, true. Außerdem hast du nur 1,2 Sekunden Rückstand getrieben. Auf wen? Auf Beagles. Nein, 6, was? 5. 1,6 jetzt. Redest du? Du hast auf mich hat er. Ach nein, ich hab's falsch gelesen, sorry. Digga, da müsste ich ihn ja vor mir sehen. 5,8 Sekunden Rückstand, sorry. Sorry. Ich hab bei Stein im Bild geguckt. Lol. Er hätte keinen absoluten Wert. Top-Renningenieur. Ich glaube, das nächste Mal frage ich Steven, ob der... Okay. Nee, ich spreche einfach mit der Wand, das ist genauso gut. Achso, okay, die Antwort nehme ich auch nicht, sagst du. Kopfstein, die nicht einschlafen werden. Letzte Runde. Das ist natürlich traurig, Alter. Okay. Ja, ich habe zwei Positionen verloren gegen Fabi und gegen Schlüter, aber die hätte ich wahrscheinlich nicht verloren, wenn ich anständiges Gasmanagement gemacht hätte. Wenn ich keine Strafe gehabt hätte. Also habe ich immer versucht wegzuboosten, damit ich mich nicht in den Zweikampf verwickeln. Beagles hat übrigens beim Restart einen Fehler gemacht und ist mir sofort die Karre gefahren, dass ich jetzt auch nicht wusste, darf ich überholen oder nicht. Weil ich weiß ja nicht, ab wann ist er weg und ab wann ist er nicht weg. Das ist auch schon wieder der größte Much einfach, Alter. Ich fahre einfach ganz Boxenturm auf den raus und der ist trotzdem vor mir. Also Top 5 wäre halt auf jeden Fall drin gewesen. Das ist der einzige Trost daran. Hey, meine Doppelpunkte. Ich freue mich für Stefan, dass er auch Punkte holt. Die würden behaupten, nur weil Leute ausgefallen sind. Nee. Und Stefan nicht. Hat auch Punkt. Ja, ja, weil Leute ausgefallen sind. Ja, aber denk mal an... Bei euch ist das nicht so. Nee. Denk mal an, wo war das? Wo war das denn mit Beagles in der letzten Runde, wo er sich weggedreht hat? Achso, Frankreich, genau. Aber du warst ja gar nicht dabei, glaube ich. Le Mans? Doch. Was für ein Le Mans, Alter! Komm, Steini. Le Mans. Ja, wann Le Mans als VfB? Fahr vorbei. Oh, der war aber knapp. Da vorne ist die Linie. Oder? 0,00. Komm, Donuts hier. Juhu! Wie hat Schumacher das damals in den USA gesagt, we did not manage that? Stefan hat Angst vorbeizufahren? Der versucht gerade einen Donut zu machen, sucht den neutral. Hey, Stefan. Der Ehren Stefan. Ach, hat er Punkte geholt? Schön. Ja? Naja, ein. War es die Rennstrecke für Leute, die sonst keine Punkte holen? Hallo, wir können jetzt in die Box reinfahren. Ach so! Nein. Also, erstmal nachsichtig, die ist gut.
wollte ich die Fans schon in Gefahr bringen. Steini, bleib mal ganz kurz hier, ich muss auch für Dings noch ein Thumbnail. Müssen wir kurz nebeneinander fahren, also die gerade runter. Einfach. Ne, das sieht so gut aus, das sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus mit dem Dreck da neben dran. Was für ein Dreck? Ich hab grad ein bisschen aufgewirbelt. Da? Meinst du da? Ja, was hallo! Warte. Hau bloß ab, du! Hau ab! Außenrum! Nein! Hast dich weggedreht? Ist egal, es sind ja nur Teamkollegen. He moved on a breaking. He moved in the Brems-Area. Warte. Brems-Area ist mein neuestes Das Lieblings-Rennsportort. Irgendwie ist keiner mehr hinter uns, ne? Die waren alle auch schon runter zurück. Wir waren, glaube ich, die letzten, die. Diese Brems-Area. War drunten Zeit. Oh, nicht abfliegen. Warum ist sie gelb? Hat er mich auch gefragt. Ist der ein verrückter Fan auf der Strecke? Boah, Alter! Das hört sich jetzt ungefähr so wie 2019 Spar, wo man kurz vor Rennen Anfang noch das Setup gewechselt hat und das bitterlich bereut hat. Nein, da! Oh! Ey! Letzter, ich hab Kerls. Zweit, komm! Ja, das hat geklappt, das hat geklappt. Ja, guck mal, ja, Marc, gut. So geht das. Stefan, soll man schieben? Was die? Ja. Was hast du gemacht? War zu schnell in der Box. Nein! Ja, ja. Den Takt zu spät gebremst. Ja. Dann hatte ich halt die Wahl, fahre ich direkt rein oder warte halt, bis ich Abstand nach hinten habe. Ja. Hätte ich die Strafe nicht gehabt, dann wären wahrscheinlich, also zumindest Fabi wäre nicht vorbeigekommen, Marc wahrscheinlich schon. Hey, Marc ist auch an Jörn fast nicht vorbeigekommen. User joined your channel. Oh, lol. Lol, Renningenieur Patrick. Maxi hat eine Strafe-Speeding bekommen. Mittel, Leute. Mal gucken, was der Michael dazu sagt. Brems-Area. Brems-Area. Wahrscheinlich. Ja, ja.